Wir bekommen heute jede Sekunde einen Block. Und wer heute den höheren Turm bauen kann, gewinnt. Schaut auf jeden Fall bis zum Ende, um nicht zu verpassen, ob wir es bis in den Weltraum schaffen. Los geht's. Yo, Kasper, was geht ab? Guck mal, wir kriegen gerade jede Sekunde einen Block. Und wir sind in Minecraft. Wir sind 30 Blöcke. Guck mal hier, wow. Alter. Wo bist du? Geh mal hier hoch. Was ist das denn? Die Leiter hochgehen? Wieso? Wieso ist das so schnell? So ein krasser... Guck mal da links! Ich bin im Weltall! Oh mein Gott, was geht da oben? Alter, da oben ist der Mond! Hör mal, oh mein Gott! Ich fall wieder runter! Ich auch! Alter! Okay, ich glaube, mit den Blöcken können wir anscheinend hier eigene Türme bauen. Nee, jeder hat seinen eigenen Turm und wir können das sozusagen immer weiter... Und wo ist... Warte mal, irgendwo hier ist unser Turm, ne? Irgendwo hier ist unser Turm. Hier steht Turm von... Ja, das ist mein Turm! Guck mal! Ach, jetzt kommen hier die Blöcke hin! Siehst du das? Jede Sekunde wird der quasi höher gebaut. Ach so, das heißt, das ist der Turm von den anderen schon. Und dein Turm ist, glaube ich, da vorne oder so, ne? Wo ist dein Turm? Wo ist mein Turm? Du hast gar keinen Turm. Hey, sag sowas nicht. Doch da, direkt neben mir. Hier, der oder nicht? Der hier, ich würde auch sagen, der hier, oder nicht? Da steht nur Turm aufwerten bei mir. Nein. Du hast gar keinen. Oh Mann, was soll das doch denn? Doch hier, hier. Turm von Gasparo. Der wird hier gebaut. Ach so. Aber er sieht voll blöd aus. Meiner sieht richtig blöd aus. Was soll das denn? Guck mal, ich bin schon auf der zweiten Etage. Guck mal, siehst du das hier? Und wir können jetzt du kannst ja noch aufwerten. Ich kann meinen nicht mal aufwerten. Ich kann meinen aufwerten mit 250 Blöcken, aber dafür habe ich nicht genug Blöcke, sehe ich gerade, ne? Wie können wir denn hier Blöcke bekommen? Aufwerten. Das ist die Frage. Die können wir uns kaufen und sonst bekommen wir die halt einmal pro Sekunde. Weißt du, was wir gerade machen können? Wir können uns hier oben Pads holen, hier oben. Oh. Und damit kriegen wir dann einfach noch schneller Sachen. 500.000 Blöcke. Die kosten auch 500 Blöcke. Warte mal, 500 Blöcke im Tier. Lass uns mal ganz kurz ein paar Blöcke kaufen. Lass uns mal 10.000 Blöcke kaufen. Okay, so. 10.000 Blöcke sind gekauft. Ja, los geht's. Und ich könnte jetzt, warte mal, was passiert jetzt, wenn ich mein, das jetzt aufwerte? Oh mein Gott. Oh mein Gott, okay, ich kann jetzt Turm-Upgrades machen. Holzturm, Steinturm, Sandturm. Und hier, dieses eine Ding, was die haben. Wieso kann ich das nicht? Wieso ist mein Turm so hässlich? Dein Turm ist echt sehr, sehr hässlich. Mein Turm ist weg! Mein Turm ist weg! Nee, der wurde jetzt neu gebaut, weil wir upgegradet haben. Guck mal, meiner fängt auch von vorne an. Nee, jetzt habe ich, glaube ich, Holz oder sowas, ne? Aber meiner sieht voll blöd aus. Deiner sieht ja wenigstens cool aus. Deiner ist auf so einem komischen Ort einfach. Ich weiß nicht, also ich kaufe mir jetzt einfach mal so ein Haus. Lass mal das allererste Haus hier kaufen für 500 Blöcke. So. Bitte was Seltenes. Bitte was Seltenes. Gewöhnlich. Okay, warte mal, lass mal kurz gucken. Das bringt, das bringt schon ordentlich was. Okay, ich kaufe auch nochmal. Komm schon, selten bitte. Gewöhnlich. Du kannst bis zu 3 ausrüsten. Und ausrüsten. Noch eins und... Okay, ich habe auch nochmal ganzes ein. Selten! Und, ja! Selten! Ja, den roten... Was hast du bekommen? Den roten Luftballon? Der bringt 1,25 statt 1,5. Der ist schlechter. Ja. Wieso 1,5? Hä? 1,1 meinst du? Nein, ich hab zwei, die bringen 1,5 und der seltene bringt einfach 1,25. Wieso hast du mit 1,5? Ich habe zwei, die bringen 1,1 und der bringt 1,2. Hä? Also ich sehe jetzt gerade... Wir können auch... Wir können irgendwas müssen wir tippen, glaube ich. Wir müssen klicken. Wir müssen klicken, Kaspar. Ach so, beim Turm? Den. Man kriegt jetzt extrem viel... Das geht ja viel schneller jetzt. Es geht extrem viel schneller. So. Aber guck mal, meiner sieht immer gleich aus. Das ist voll blöd. Deiner ändert sich ja wenigstens die ganze Zeit. Oh, meiner guck mal, siehst du das? Aus. Ich bin jetzt oben. Ich bin jetzt hier oben. Guck mal, mein Turm wird nicht größer. Das ist blöd. Wir müssen das nochmal von vorne machen. Gar nicht. Natürlich, meiner geht ja nicht mal. Dein Turm sieht doch cool aus, dann sollte der nicht gehen. Mein Turm sieht cool aus. Guck dir das doch an, wie der auf dem Boden ist. Ich kann da nicht mal drauf stehen. Guck mal. Der setzt sich auch die ganze Zeit zurück. Egal, dann bauen wir halt zusammen an meinem Turm, okay? Dann sind wir jetzt hier an meinem Turm. Guck mal, du kannst doch hochgehen. Ja, das geht auch! Was? Ich kann deinen Turm bauen! Wie, du kannst meinen Turm bauen? Ich kann deinen Turm bauen! LOL! Wie cool! Oder, nee, ich baue an meinem, glaube ich. Okay, warte mal. Ich glaube... Komm, wenn bau weiter, Turm bau aufwerte, weiter. Soll ich den Turm aufwerten oder soll man erstmal weiter höher bauen? Ich weiß nicht, was es kostet. Ich glaube, ein bisschen. Wir können auch Wiedergeburten machen, ne? Zum Mond gehen, ne? Ach so. Dafür brauchen wir 3600 Blöcke. Dann kriegen wir nämlich direkt hier plus 1 mehr pro Sekunde, ne? Im Wiedergeburten-Shop. Okay, auch nicht schlecht, ja. Wollen wir zum Wiedergeburten-Shop gehen? Ja, komm, lass uns das mal machen. Wo ist der? Hier vorne irgendwo? Nee, du musst einfach hier draufdrücken, Wiedergeburt. Ich würde sagen, ich kaufe jetzt hier ganz kurz ein kleines Upgrade, wenn wir uns ja eh wieder gebären. So, einmal hier den Turm. Ich hole mir jetzt Deep Slate. Ey, guck mal, das kann ich gar nicht machen. Das kann ich gar nicht machen, weil der Turm... Weil ich habe nicht mal so ein Pad, nicht mal so ein Boden. Warte, so, Schneesturm. Okay, warte. Lass kurz...
Nein, jetzt habe ich nicht genug Blöcke, ich Idiot, zum Wiedergebären. Was hast hier du denn jetzt für einen großen Turm, Kaspar? Guck mal, ich weiß, jetzt sieht er wenigstens mal cool aus. Ey, der sieht echt voll groß aus, ne? Und ich kann den immer, ich bin jetzt schon Stockwerk 30. Guck mal, meiner ist jetzt hier gerade aus Eis. Siehst du das hier? Ah, warte mal, das mache ich hier bei meinem auch mal so. Wenn ich hier näher ran... Ah! Ich bin hingefallen. Cool, du kannst runterfallen und dann hinfallen. Ist mir gerade passiert. Ah, das hatte ich vorhin auch schon, genau. Bin ich auch schon runtergestürzt. Also, meine wir kriegen in acht Minuten kriegen wir übrigens eine richtig coole Kiste. Ui, sag mal, die würde ich schon gerne haben, ne? Würde ich schon gerne mitnehmen. Und ich sag dir, wir werden heute den Turm bis ins Weltall bauen. Weißt du, was ich jetzt da mache? Ich werde jetzt mich mal rebursen. Aber bringt das was? Ist die Frage. Kannst du ja sagen. Also man kriegt dadurch auf jeden Fall plus eins. Ja, wir müssen uns auf jeden Fall rebirthen. Dass es einfach schneller geht, ne? Hier ich hab's auch gleich. Ich kaufe mal ganz kurz ein paar mehr Haustiere, glaube ich. Hab ich irgendwie Bock drauf. Ja. Oder? Was kostet Rebirth nochmal? Rebirth kostet... Nee, komm, ich hole mir jetzt auch Rebirths. Oh, so, warte, cool. Ich mache das auch hier. Weil dann werden wir jetzt heute bis ins Welt anbauen. So, kaufen. Alter, der ist sogar so hoch. Und jetzt kriegen wir plus 2 Blöcke pro Sekunde, ne? Stimmt. Und wie viele Blöcke bekommst du durchs Tippen? 4,25. Ich will 3,4. Wieso bekommst du so viel? Du hast doch nur zwei Haustiere. Nee, du hast drei Haustiere. Du hast drei. Ich hab auch. Okay, ich kauf mir jetzt hier nochmal so ein Ei. Und was ist drin? Selten. Ja. Okay, was bringt er jetzt? Ich kaufe auch nochmal ganz kurz ein Ei. Mal gucken, was kriegen wir? Selten. Aber das Ding ist, das Haustier ist aber trotzdem krasser. Ist schlechter als meine Fledermaus. Ich weiß auch nicht warum. Du hast eine Fledermaus. Das ist auch was ganz anderes. Ich habe ja so eine Spinne. Aber ich sehe auch gerade, wir können, wenn man richtig schnell tippt, sogar bis ins Weltall gehen. Da ist so eine Rakete. Da würde ich gerne mal hin. Ey, da würde ich auch so gerne hin. Ich überlege gerade mal. Also 3.500 Blöcke kostet es, das nächste Ei zu kaufen. Ich bin auch überlegen, ob ich gerade das nächste Ei kaufen soll. Oder? Vielleicht ist das hier eigentlich limitiert? Neujahrstier? Ja. Was kostet 4000 das? 4000 Robux. Was? Wer soll das denn ausgeben dafür? Ich bin überlegen, ob ich das Ei hier kaufen soll. Was kostet das hier? Das hier. Das kostet nicht so viel, 390. Komm, ich kaufe eins. Eins kann man ja kaufen, limitiertes Ei. Oh mein Gott, was kriegst du? Vielleicht, komm schon, bitte was Seltenes. Bitte, bitte, bitte. Exklusiv? Das habe ich nochmal das 50% Chance-Ding bekommen. Ah, oh mein Gott, das bringt mal 16. Was? Wieso jetzt hab ich so viel? Wie viel habe ich denn jetzt? Ich krieg jetzt plus 19 Blöcke beim Tippen. Das ist ja eigentlich... Alter, das ist mega viel. Ich krieg gerade mal plus 3,6 beim Tippen. Das ist schon nicht schlecht. Warte, wie viel kostet Rebirth? Komm schon! 9000! Ey, ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Ich muss irgendwie meinen Turm upgraden, damit er noch schneller wächst. Ich weiß aber nicht genau wie. Ich bin auch überlegen, ob man hier irgendwie beim Spielplatz kann ich nicht einfach nochmal einen Rebirth machen? Ja, aber der kostet 9000. Oder 10.000. Ja, noch überlegen, ob ich jetzt noch ein Ei kaufen soll. Oder ich hole mir gleich, für 3.500 Blöcke hole ich mir gleich da dieses nächste seltene Ei. Was hast du gekauft? Was hast du dir da geholt? Oh ja, komm schon. Was hast du dir da geholt? Nochmal das Ei. Als wenn du es dir zweimal holst. Ich habe dasselbe bekommen, Mann. Bro, du gibst ja schon wieder über 1000 Robux aus. Gar nicht, stimmt natürlich. Gar nicht. Natürlich. Wir können auch noch, ich sehe gerade mal zwei Sachen kaufen, ne? Doppelte Baugeschwindigkeit. Ich hole mir erstmal das nächste Ei, erstmal auf ehrlich verdientem Wege, okay? Pass auf und... Ja, okay. Bitte. Oh, und? Legendär. 10,9 Chance. Was? Nein, ehrlich? Ich hab das schlecht. Okay, pass auf. Ich rebirfe jetzt und zwar. Zack. Hast du schon 10.000 Blöcke oder was? Ja, jetzt habe ich gerebirft. Und jetzt habe ich. Ja, du kriegst auch. Jetzt kriege ich plus 3 Blöcke pro Sekunde, ne? Ich weiß nicht, ob es jetzt viel bringt. Okay. Aber. Drück mal jetzt mal ein bisschen bei dir mit hier. Komm mal, wir gehen mal hier hoch ein bisschen. Komm, du musst immer die Leiter genau dann bauen, wenn ich da unten gerade bin. Ja. Alter, dafür bist du nicht schnell genug. Guck mal, wie schnell ich hier die Leiter hochkomme. Wie meinst du jetzt? Du bist ja gar nicht schnell genug dafür, du musst... Alter, komm, noch schneller drücken. Was denn? Noch schneller drücken. Ja, ich will ja schon, ganz hoch laufen. Ich brauche noch ein besseres Tier. Und zwar kaufe ich mir noch hier das Ei. Du hast schon 800 Robux ausgegeben dafür gerade. Na, ich wollte gerade mit Blöcken kaufen, aber da hast du recht, eigentlich kann ich mit Robux kaufen. Hast du schon recht, Kaspar. Ja, okay, so machst du also. So, wir wollen ja auch heute das Weltall sehen, ne? So, jetzt mal gucken, was kriege ich hier. Nochmal das Tier, dreimal das gleiche. Also, das ist aber auch echt. Warte mal, dann könnte ich mir... Das ist echt frech. Aber 25.000 Blöcke kosten 950 Robux. Alter. Was? Das ist ja so teuer. Was ist denn überhaupt die Lobby? Ach, Lobby ist dann quasi dein eigener Turm. Ah, ja, das ist schon sehr teuer, muss ich sagen. Wie viel kostet die Wiedergeburt? Okay, ich kaufe es. Jetzt habe ich plus 4 Blöcke die Sekunde. Was ist das denn? Wo bist du? Oh mein Gott, was kann man hier kaufen?
Wo bist du denn, Kaspar? Ja, ich bin hier oben auf dem Turm. Alles gut. Ich sehe dich. Oh mein Gott, was kann... Das glaub ich, dass ich das jetzt gefunden habe. Was hast du gekauft? Ja, gar nichts. Alles gut. Hä, was hast du entdeckt? Sag doch mal. Nee, man kann doppelte Blöcke für Robux kaufen. Unten, ganz unten siehst du das. Jo, jetzt geht der Turm richtig ab. Stimmt. Okay, pass auf, wir machen jetzt mal ein Rennen. Wer zuerst bei der Wolke ist, okay? Ja, okay. Und los! Ja. Oh, ich will nicht sagen oder so, ne? Aber... Was denn? Mir geht schon ordentlich schnell hoch, ne? Hä? Dein Turm ist doch ganz unten. Nein, guck doch mal. Guck doch mal links an der Anzeige. Ich bin schon bei der Wolke jetzt gleich. Ja, okay, warte. Alter! Wie machst du das denn? Ja, ich bin... Hä? Mein Turm ist doch neben dir die ganze Zeit gebaut. Ach so, der ist schon so hoch. Das ist nur, wo du stehst. Davon geht's ja. Okay. Alter! Aber ich krieg ordentlich... Und wir kriegen in 2 Minuten anscheinend eine neue Kiste, ne? In 2 Minuten. Oh, stimmt. Sehr gut. Okay, schön weiterbauen hier. Warte mal, wie viel kostet denn... Die Wiedergeburt kostet 24.000. Was? Hast Alter. Du dir schon die Wiedergeburt für 9.000 geholt? Ja, ne? Ich drücke mir Weltmeister! Ich habe keine Chance dagegen anzukommen. Wie soll ich das denn schaffen, sag mal? Alter, ich bin extrem hoch. Alter, du bist ja schon beim Mond. Warte mal, ich komm mal bei dir rüber. Aber ich glaube, warte mal, ich will mal meinen Turm verbessern. Wow! Ich werd jetzt meinen Turm auf. Das hat ja auch irgendwie Turm-Upgrades. Das hat auch schon Sinn. Dunkel. Yo, du hast dann zurückgesetzt, dein Turm. Ich habe jetzt einen roten Sandstein. Sehe ich gerade. Lava oder was? Also bringt das jetzt weg, jetzt schneller? Ich glaube, können wir vorstellen, dass es vielleicht ein bisschen mehr bringt, ne? Ja. Aber, schwer zu sagen. Guck, wie schnell das gerade geht, ne? 1000 Blöcke. Aber ich kann mir auch gerade keine anderen krasseren Eier, glaube ich, kaufen. Nee, aber wir kriegen in 1 Minute 30 schon die krassen Sachen. Ja, ich bin mal gespannt, was in der... Also in 1 Minute 50 meinst du? Bei mir schon 1 Minute 50? Genau, bei mir 1,30, sehr gut. Ja. Also ich glaube, das ist die Kiste, für die es sich lohnt, drauf zu sparen. Ich glaube, ich werte meinen Turm wieder auf. Grüner Wollturm habe ich jetzt. Was hast du sowas? Dein Turm ist ja, guck mal meinen krassen Turm und guck mal meinen Turm an. Hä? Aber deiner? Und den hole ich jetzt erstmal ganz kurz easy ein. Alter, wieso? Wieso geht das bei dir so schnell, sag mal? Warte, ich tippe nicht schnell. Nee. Meiner ist noch weiter oben als deiner. Du hast keine Chance gegen mich. Du hast keine Chance. Du kriegst ihn nicht mehr. Ich krieg dich schon noch ein. Keine Sorge, okay. Ich krieg dich gleich noch, ne? Wow. Keine Sorge. Ich wollte zu deinem rüberspringen. Auch wenn ich, weil ich bin überlegen. Ja, ist jetzt ohne dich das Ei zu kaufen. Ich glaube, ich hole mir jetzt das Ei hier nochmal für 3.500, oder? Ich kaufe jetzt auch das Ei für 3.500. Vielleicht krieg ich ja nochmal einen besseren legendären oder sowas. Ich krieg selten. Und der bringt nur 1,9. Oh nein, den habe ich schon. Ja, 1,9. Aber man kann die... Mann. Doch, du kannst die Dingsen, du kannst sie zusammenführen, sehe ich gerade. Mir fehlt eine Fledermaus. Oh, jetzt habe ich einen anderen gewöhnlichen Spinne bekommen. Warte mal, ich muss die Fledermaus kurz holen. Hallo, jetzt kriege ich die ganze Zeit die gruselige Spinne. So, warte mal. Ja. Ey, jetzt kriege ich gerade nicht die Fledermaus, ne? Tja, und ich weiß, dass ich mit 8 Sekunden bekomme die geheimnisvolle Kiste, ne? Hä, warum ist mein Turm so niedrig? 1 und Geschenk bereit. Ich drück drauf. Okay, ich bin gespannt. Ich krieg jetzt auch gleich mein Geschenk in 19 Sekunden. Ich hab Lavatier-Haustier und 250 Was? Blöcke bekommen. Welches Wie ist denn jetzt? Das Lavatier-Haus? Nein. Warte mal, ich werde jetzt mal ganz kurz meine zusammenmixen. Handwerk. Oh nein, der ist leider nicht so gut. Und nee. ich hab einen neuen. 1,87 bringt der. Aber das ist jetzt nicht so viel. Da habe ich mir ein bisschen mehr erhofft, muss okay, ich sagen. Okay, Geschenk bereit. Mano. Du hast Ballon-Freundschaftshaustier und zwei Blöcke erhalten. Das ist dein Ballons-Freundschaftshaustier. Das hört sich krass an. Guck mal bei den Haustieren. Ballon? Irgendwas Einhornschläger? Wo ist denn der Ballon? Ach, das Ding. Als kann ich die handwerken zu einem Ballonfreund. Ja, der ist 2,12. Ah, okay. Sind wir nicht schlecht. Ah, den habe ich auch schon. Den Ballon. Warte, ich kaufe nochmal ganz kurz hier Korallenturm. So, hoffe ich hier noch welche, bin ich gerade. Gewöhnlich. Aber man könnte jetzt nicht die anderen Türme bauen, ne? Kann man leider nicht. Man kann nur seinen eigenen bauen. Wir können nur in unserem eigenen Turm bauen. Ich würde sagen, wir machen jetzt nochmal ein kleines Wettrennen, wer zuerst bei der Rakete ist. Ja. Gucken wir mal, wer das Ganze gewinnen wird. Ja, ne? Kaspar, Rakete das wird ist auf jeden ja Fall auch schon Abflug zum Weltall. Das werde ich auf jeden Fall machst gewinnen. Du gerade schon? Kollege? Ich klicke schon. Kollege? Oh mein Gott, komm schon! Geh mal auf deinen Turm rauf, dann ist es cool, dann siehst du, wie hoch du auch bist. Stimmt, du hast recht. Oh mein Gott, du bist ja viel höher als ich schon! Alter, ich bin schon fast bei der Rakete. Du bist ja gleich schon da bei der Rakete. Ich hab gleich gewonnen. Nein. Wo ist die Rakete? Oh, warte. Oh mein Gott. Weltall. Nein, bleib stehen. Weltall. Nein. Und ich hab gewonnen, Kaspar. Verdammt, aber warte mal, komm hoch. Wir können jetzt fast ins Weltraum gehen. Aber ich bin ja schon beim Mond. Wir sind schon beim Mond. Das heißt, jetzt ist komm, alles... Komm, weiter. Wir sind gleich beim Weltraum. Ein bisschen dunkler jetzt hier gerade, ne? Da, siehst du den Mond über uns? Siehst du den? Zeig mal.
Ich sehe ihn. Oh mein Gott. Okay, wir sind fast im Weltraum. Wir haben es fast geschafft. Wir sind fast da. Ganz oben. Dann bleibt das Spiel komplett durch. Ich bin gespannt jetzt, Kasper. Ich auch. Was passiert jetzt? Oh, komm schon. Und Weltraum. Weltraum, Attacke. Wir sind ganz oben. Ja. Okay, und jetzt machen wir, wer zuerst runterspringt und nicht drauf geht. Ey, nein. Das hat wehgetan. Aua. Ist da der Knopf drin, Kasper? Der Knopf ist da nicht und mein Mathebuch ist da auch nicht, aber wir müssen den Knopf finden heute. Hier, ist das vielleicht der Knopf da oben in der Ecke oder wie sieht der Knopf aus? Warte mal, hier, ich kann hier auch gar nicht durch die Türen laufen. Hä? Hier, wieso? Auf einem Schrank, guck doch mal hier. Ah, okay, da so ist sieht der Knopf. Ah, so sieht der Knopf aus und wenn man draufdrückt, wird man einen neuen Raum reingemacht. Und jetzt muss man hier anscheinend den Knopf finden, ne? Wo soll der denn hier sein? Ich kann mir vorstellen, dass wahrscheinlich irgendwie unter so einer. Oder unter dem Tisch vielleicht? Ja. Der erste war jetzt ziemlich leicht, muss ich sagen, aber wo sind denn die anderen, sag mal? Also der erste war echt auf jeden Fall mega leicht, ne? Warte mal, ich hab. Oder das ist ein so ein Kissen, so ein Knopf ist? Nee, ich denke mal, der sieht wahrscheinlich auch so rot aus oder so, ne? Ich kann mir gut vorstellen, dass der wahrscheinlich jetzt irgendwo so bei den Büchern oder sowas ist, ne? Ja, würde ich auch sagen. Ich sehe ihn hier oben, aber der ist nicht mehr rot, der ist grün, hier oben zwischen den Büchern. Zack, das heißt, oh mein Gott, ich habe direkt. Ich habe auch schon direkt den nächsten. Ja, ich auch. Was? Also der war ja voll mega leicht. Einfach. Ich habe auch direkt gesehen. Also, ich habe auch direkt hier den nächsten. Also jetzt ziehen wir hier auch durch. Was ist denn heute los? Die sind ja auch relativ einfach noch gerade. Ne? Also das ist ja auf jeden Fall eine richtig leichte Schule. Mega leicht. Mega leicht. Okay, also hier haben wir jetzt. Ich habe ihn gefunden. Hier im Klo irgendwo, oder? Hier. In welchem Klo? Dem hier? Das ist ja, was? Die sieht man ja auch voll. Das ist ja, die sind ja noch richtig leicht zu sehen. Ich denke, die werden auf jeden Fall noch alle richtig schwer werden. Die werden mega, mega schwer noch. Ich bin gespannt. Jetzt ist das hier schon ein bisschen schwieriger. So eine Bücherei, ne? Hier vorne irgendwo. Gehört auch in jede Ecke auf jeden Fall rein. Ja, oder auch an der Wand oder sowas vielleicht, ja. Könnte auch in der Wand sein, das könnte auf jeden Fall auch recht in der Wand sein. Ja. Aber das Ding ist, ich habe so das Gefühl, da er eben schon bei den Büchern war, könnte der vielleicht dieses Mal sogar woanders sein. Eher am Regal oder sowas, ich weiß es halt nicht. Oder er ist halt ganz offensichtlich irgendwo auf dem Boden oder so. Ah, ich hab ihn, guck mal. Zeig mal. Du musst in der Ecke. Hier an der Wand, da an der Ecke. Ja, genau, da ist er jetzt gerade, ne? Okay, was haben wir jetzt? Oh, die Cafeteria. Der ist doch garantiert beim Essen jetzt. In der Mülltonne locker, oder nicht? Nee, in der Mülltonne nicht. Nee, auch nicht. Oder beim Essen hätte das. Ja, schon beim Essen das auch sein können, ne? Ey, wir haben uns eben noch gefreut, dass es auf einmal so einfach war und jetzt auf einmal ist es schon direkt von null auf gleich so schwer. Ja, das Ding ist, ich glaube, der ist einfach nur dieses Mal, also, das Ding ist ja nicht so viel jetzt, ne? Der kann der ja muss hier beim Essen ich hab sein. Ihn. Er ist Zeig hier mal. Unterm Tisch. Oh mein Gott, du hast recht. Ha. Stimmt, okay, komm, weiter okay, geht's. Okay, wo sind wir jetzt hier? Wir sind anscheinend jetzt irgendwo. Was? Okay, ein anderer Schulbereich hier. Genau, so, so ein Sportspiel. Hier vielleicht da drin oder sowas? Nee, ne? Okay, ich guck mal weiter. Hier im Mülleimer. 259, ist das ein Code vielleicht, den wir eingeben müssen? Kann man hier auch noch so durchgehen? Nee, ne? Oder hier in der Tür unter oder sowas? Also jetzt werden wir anscheinend immer schwieriger. Ja, es wird immer schwieriger. Ich würde sagen, hinter Mülleimer vielleicht? Nee, auch nicht. Ich auch schon geguckt, aber auf jeden Fall nicht. Denn der kann ja nicht weit weg sein jetzt gerade, ne? Man kann ja auch nicht mal in die Räume rein. Also es gibt echt nur übel überschaubar, wo man hin kann überhaupt. Okay, das heißt, ich schätze mal, das ist wahrscheinlich hier oben drauf auf dem Schrank. Hier oder so, vielleicht dann. Da drin, da durch oder so? Muss man vielleicht einmal nur die Tür aufmachen? Warte mal, Zimmer, die Tür können wir nicht einfach so aufmachen. Okay, warte mal, jetzt ist auf jeden Fall 259, das muss doch irgendwas zu bedeuten haben, oder nicht? 259? Das wäre so ein Code für irgendwas. Und hinter dem Mülleimer ist der auch. Wo soll der denn jetzt hier in dem Raum Also rein? Jetzt ist echt mega schön. Oh mein Gott! Was, wo denn? Oh mein Gott, ich habe ihn gefunden. Ey, ist so easy eigentlich. Wo denn? Ach da, ja, ein Lord an der Wand. Board. Ach so. Ja, das ist einfach der weiße Knopf. Hä, voll krass gerade gewesen, wie einfach der eigentlich Alter, war, ne? Alter, ja. Hey, wir haben der ist doch locker gesehen. Hier unterm Tisch. Ja, mit Ansage einfach. Hä? 2 plus 2 ist 4. Ist der Fake-Knopf. Hä, wie der Fake-Knopf? Hier, klick doch mal drauf. Ich bin hier einen Raum weiter. Ach so, Leute, ich bin jetzt auch weiter, nur ein bisschen gedauert. Ach so. Okay, 2 plus 2 ist der 4. Ich sehe ihn auch schon hier vorne unter dem Brett hier. Ja, der war ja auch wieder einfach, ne? Also einfacher kann man so einfach nicht machen. Einfacher geht's ja gar nicht, ne? Hier ist er locker unter. Ich sehe ihn schon wieder hier unterm Schreibtisch hier. Als ob der. Lol, was? Mann, was ist das so leicht hier die ganze Zeit, ne? Okay, ich glaube, hier ist er locker hier drunter oder so, ne? Unterm Stuhl. Jetzt sieht es wieder ein bisschen schwieriger aus. Nee, ich habe ihn schon. Der ist hier an den Kisten. Hast du ihn schon? Da war ich eben gerade dran. Ach, gar nicht gesehen. Ja, muss man die Augen aufmachen. Ja, okay. Komm, guck du mal oben. Ich guck unten. Ja, okay. Ja, der ist. Okay. Ah, was? Hä? Hä? Ah, da ist er doch. Oder nee, da ist er doch nicht. Sah so aus. Also, echt. Hier oben.
oben dran. Es ist dran. Ja so schlecht. Okay, es ist ja locker. Also Zimmer hier Nummer 14. Okay, pass auf. Weil es so easy ist, machen wir ein Spiel, wer ihn öfters am schnellsten findet, okay? Na gut, okay. Ich guck gerade hier über den ganzen Teilen. Ich habe ihn hier hinterm Schild. Okay, also echt, jetzt habe ich alles gerade geguckt. Kunststunde? Ja, ich sehe das hier. Diesen Bildern irgendwie, nein, oder? Der ist locker. Farben. Ich weiß, glaube ich, wo der ist. Der ist locker, flocker. Ja, locker, flocker, hier irgendwo, ja. Hä? Nee, da auch nicht. Ich hab ihn, haha. Wo ist er? Da war ich doch gerade, unterm Stuhl hier, unterm Stuhl. Oh, stimmt, du hast recht. Ich hab ihn auch schon wieder, haha. Noch ein Ey, Mann, für mich. Jetzt hör mal auf. Unterm Auto, könnte der, ich hab ihn. Hab ihn, hier unterm Stuhl. Ich hab ihn auch schon gehabt. Ja, gar nicht wahr, sag mal. So, dann hier ist er auf jeden Fall safe hinter so einer Pflanze. Nee, ich sag unter der Bank irgendwo, oder? Ich hab ihn. Hier in der Ecke. Oh mein Gott, hier hinter. Ja, okay, dann ist er locker. Ja, sieht gut aus für dich. Jetzt. Einige Schränke, da hast du recht. Eigentlich nur Glück, wer zuerst. Ich hab ihn schon wieder. Oh mein Gott, du bist direkt richtig gelaufen. Ich hab ihn schon wieder. Wo denn? Zeig mal. Oh, deine Ecke. Jawohl. Oh mein Gott, die Sporthalle. Okay, wo könnte denn jetzt hier sein? Der ist wahrscheinlich hinter der Wippe. Ja. Ich habe ihn. Mal gucken, den auch findest. Ja, normal. Hier oben auf der Laterne drauf. Ja, genau. Sehr gut. Okay, dann ist hier auf jeden Fall schon relativ happy. Ja, das Essen hier nochmal. Jo. Also das ist ja... Ja, das war auf jeden Fall auch relativ einfach, ne? Das war auch sehr, sehr einfach. Hier einer von diesen Büroräumen hier. Ich frage mich halt nur echt... Welch locker hier drin? Ja, ich hätte gedacht in dem. Nee, auch nicht. Ich hätte auch gedacht in dem. In dem hier. Auch nicht. Hast du alles schon abgecheckt? Ich habe alles schon abgecheckt hier, sag mal. Das glaube ich dir aber nicht. Ich kann mir aber vorstellen, dass das auf dem Buch drauf ist irgendwo. Dass der auf dem Buch drauf ist in diesen Büroräumen, weißt du? Damit's ein bisschen schwieriger aussieht. Glaubst du auf dem Buch drauf? Hä? Nein. Was soll denn jetzt sein? Der ist niemals auf dem Buch drauf. Guck gerade auch alle Sachen ab, aber... Ja, alles durch. Also noch habe ich ihn nicht gesehen. Der ist doch locker dann irgendwie unterm Stuhl oder so. Hätte ich halt auch gesagt, vielleicht im allerersten Büro hier. Aber hast du alle unterm Stuhl abgecheckt? Ich habe alle unterm Stuhl einmal abgecheckt, ja. Da war der nicht. Ich kann schwören, ich habe ihn gerade gesehen, aber ich habe ihn noch nicht gesehen. Okay, ich dachte gerade kurz. Okay, hier kann man schlecht hin. Das heißt, ist er locker hier, oder nicht? Okay, der ist auf jeden Fall schon wieder ein bisschen schwieriger, ne? Ja, also irgendwie spielen die mit uns, ey. Mal ist das mega leicht, mal ist es mega schwer. Ich kann mir auch vorstellen, dass das eine Stuhllehne ist. Eine Stuhllehne? Ja, der Gute hat aber alles so schon... Drauf. Alter, wie leicht war der denn? Zeig mal, hier in diesem Raum hier, oder was? Hier, wo ich bin. Einfach an der Wand. Hä, wie? Ich sehe... Oh mein Gott, Alter, ja, hab ich nicht gesehen. Super simpel gewesen, ne? Oh mein Gott, du hast recht. Okay, dann ist er locker hier... in der Kleidung, oder? Hier vorne in der Ecke, Alter, also wirklich. Ehrlich? Hier vorne, was? Hier. Das sind immer versteckt gewesen. Oh Gott, jetzt sind wir hier draußen. Oha, der ist locker hier hinterm Baum oder so, ne? Ich sag, der ist hier hinterm Schild. Hinterm Schild? Nee, ist er nicht. Also der ist doch locker jetzt hier irgendwo hinter einem... Oder als Rasen getarnt oder so? Als Rasen getarnt? Hast du ihn schon? Nee, du hast ihn noch nicht. Ich sag auf dem Baum da irgendwo, hätte ich gedacht. Ich hab auch gedacht, ich hab ihn! Wo denn? Mal gucken, ob du ihn findest. Du sagst, er war auf dem Baum. Ach, oh mein Gott. Was? Als ob. Oh mein Gott, ich schwöre, der ist doch gerade hingespawnt, ne? Aber ist er nicht hingespawnt? Okay, das Schullevel haben wir schon mal geschafft. Mal gucken, was im nächsten Level ist. Gut. Okay, was wollen wir als nächstes machen? Wollen wir mal den Reisemodus? Den Reisemodus. Abfahrt in den Reisemodus rein. Und ich glaube, hier sollte der... Also hier haben wir jetzt gerade... Das ist ein bisschen schwieriger jetzt. Wir sind hier gerade auf Klassenfahrt, ne? Alter, wie cool sieht das denn aus? Warte mal. Ich finde ihn als erstes. Du sagst, du findest ihn als erstes? Ja, mit Ansage. Und mit 3, 2, 1... Ja, der hat nicht so gut funktioniert. Komm schon. Hä? Wo soll der denn hin? Also Reisemodus ist aber anscheinend sogar ein bisschen schwieriger, ne? Ja, aber nicht nur ein bisschen schwieriger. Also ich hab ihn. Tolle Ansage auf jeden Fall, die du gemacht hast. Guck, wie du ihn findest. Wo soll der? Du Blindfisch. Hä? Du Blindfisch. Der braucht mich zu ärgern. Wie kannst du den nicht sehen? Hier in der Ecke oder was? Du Blindfisch. Alter, du bist ja richtig blind. Hä? Hör auf, sag mir, wo der ist. Du bist ja richtig blind. Hier einer der Seerosen? Du bist ja richtig blind. Hau rein, mach's gut. Ja, hier dran. Ey, der war ja richtig blind. Oh mein Gott, komm, sei ehrlich, der war schwer. Ja, war schon ein bisschen schwieriger, das stimmt. Der ist locker, aber er muss im Haus sein. Im Haus hier, der muss im Haus sein. Oder außen, hab ihn. Ich auch. Ja. So, Antarktis oder was? Oh mein Gott, hier ist er, willkommen in Norwegen. Was? Wo ist denn der?
Da war der gar nicht. Hä, ja, okay. Denn er ist nämlich hier. Ach stimmt, der Zack. Ist an der Wand einfach so. Dran, ne? Ja, er war einfach an der Wand und hier auch direkt. Zack, ah, weiter geht's. Ja, wir hier Turbo durchlaufen. Glück gehabt, dass du auf diese Seite gegangen bist, ne? Okay, hier ist er locker irgendwo. Irgendwo verschwunden. Ja, hab ihn. Ich hab ihn. Hast ihn direkt gefunden hier unten, ne? Ja, ja, ja. Da unten. Hä, wo hast du ihn gesehen? Ne? Ach, du weißt nicht. Ah, gut, dass ich jetzt schon ein bisschen gucken kann, ne? Ja, da unter? Ja, da unter war der. Wo soll der denn sein? Und hier ist er hier oben drauf. Zack. Direkt beim nächsten schon oh, wieder. Oh, auch nicht schlecht hier. Ja, also das war auf jeden Fall auch wieder einer der. Oh. Ich hab direkt schon den nächsten Knopf gefunden, ne? Direkt schon den nächsten Knopf gefunden. Ja, der ist ja auch easy, sag mal, hier oben einfach drauf, ne? Ja. Oh, zack, hier. Okay, mal gucken, wo sind wir jetzt hier? Wir sind jetzt anscheinend gerade. Okay, warte mal. Und ich hab ihn, ich hab ihn. Was? Wo denn? Ja, hier oben im Hut drauf. Wie jetzt? Guck da mal ruhig nach, guck da mal ruhig nach. Hä? Ach so, so ein Ding also. Ja, gut, dass er auf dem Hut hier oben drauf ist. Hau rein. Ist doch geil. Okay, warte mal, hier hat man locker. Auf den Hüten war er nicht. Okay, aber wo genau soll der jetzt sein? Nee, der ist ja locker irgendwo krass versteckt, ne? Okay, irgendwo an der Wand hier. Ich hab eine richtig krasse Idee, dass der hier ist. Oh mein Gott. Ja, oh mein Gott. Ich hab's mir auch gerade in dem Moment gedacht, ne? Okay, sehr gut. So, können wir jetzt hier. Oh, der schiefe Turm von Pisa, ne? Ja, stimmt, du hast recht. Da safe oben drauf auf dem Turm, nein, oder? Niemals. Das wäre viel niemals, zu krass. Niemals. Das wäre zu auch schon das wäre viel zu krass, wenn der oben auf dem. Ah, er ist hier oben. Oh mein Gott, du bist schon hochgeklettert gerade. Ja. Oh, was? Wie bist du denn da so schnell hochgekommen, sag mal? Ja, ich bin mega schnell hochgeklettert. Kannst mal sehen. Der ist hier gar nicht. Was? Ja. Ja, der ist aber. Oh mein Gott, du bist so schlecht. Der ist da. Ja. Okay, nicht schlecht. Der ist locker beim Weihnachtsmann jetzt hier. Ich sehe ihn. Zack. Beim Schneemann. Jetzt schnell. Okay. Naja, such du ruhig, ne? Such du ruhig in. Ich hab's! Was? Ich hab oh mein Gott, ob du den finden wirst? Oh Gott. Ja, yeah, den hab ich gefunden. Der war jetzt nicht schwer oder so, ne? Kurzer Speedrun hier vorne. Also, hier ist er echt nicht viel. Ah, yeah. Okay. Yippie-yay. Willkommen in South Wales. Ja. Also, ah, was? Da so versteckt, das war richtig schlecht. Ja, da war der versteckt. Und das hier. War ja oh mein Gott, da unten, ich seh ihn. Ich seh ihn auch da unten. Oh, du hast ihn. Der war hier irgendwo. Ja. Am Baum irgendwo, ach, da versteckt. Geht das locker hier in der Ecke. Warte mal, aber jetzt sehe ich. Der ist locker hier in der Ecke. So dunkel, wie es hier ist. Ist echt schon ein bisschen dunkel. Oder an der Decke. Safe an der Decke. Ja. Da steht doch was. Ah, ich sehe ihn aber jetzt hier gerade. Ich glaube, wir denken schon wieder zu kompliziert. Ja, ich glaube auch. Das ist viel einfacher eigentlich. Ich glaube, wir denken wieder zu kompliziert. Das ist wahrscheinlich einfach irgendwo. Was denkst du, ist an der Decke dran? Ich weiß es nicht ganz genau. Das könnte schon eigentlich ganz gut sein, gerade, dass er an der Decke ist, ne? Ich würde sagen, dass der an der Decke ist, aber es ist auch mega dunkel zu erkennen. Hier in der Ecke? Habe ich auch schon geguckt, da war er nicht. Nee, da war er nicht. Ich glaube, der könnte vielleicht. Muss man hier so hochklettern oder so? Ja, vielleicht könnte man hochklettern. Ich guck nicht. Also jetzt ist es auf jeden Fall ein bisschen schwieriger, ne? Anders schwer schon, aber vielleicht denken wir auch wieder zu kompliziert gerade. Ich glaube, wir denken wieder zu kompliziert. Ich denke, das ist am Eingang direkt oder so. Am Eingang oder? Ja. Wo war er? Sag es mir sofort. Sag mir das sofort jetzt. Wo war der? Ich habe auch schon wieder den nächsten gefunden. Was? Wo soll hier der nächste sein? Hier hinten in der Ecke, oder was? Okay, mal gucken, was haben wir jetzt hier? Hier ist anscheinend ein krasses. Hä, wo bist du denn? Ich konnte hier gar nicht draufdrücken. So? Tja. Da, verstehe ich. Das ist natürlich doof gelaufen. Willkommen, jetzt, wir sind jetzt schon in New York, ne? Ich weiß, aber ich bin schon wieder woanders. Was? Hab ich schon wieder gefunden. Hä, was hast du für Glück, dass du direkt zur richtigen Seite Glück? Gelaufen bist? Ich bin einfach ein Profi. Digga, das ist einfach nur Glück, Mann. Ich das bin ein Profi. Das glaube ich nicht. Hä, hey, hier waren wir doch schon mal, oder nicht? Hä, beim Vulkan? Nee, ich glaube nicht, oder? Sicher? Ja, nee, beim Vulkan waren wir nicht. Okay, dann ist er locker. Dann ist der schon mega einfach. Ja, hab ich auch schon gerade entdeckt. Ja. Okay, der ist wahrscheinlich auch wieder mega einfach jetzt hier, ne? Ja, wer findet ihn zuerst? Ja, wer findet ihn zuerst? Der hat auf jeden Fall jetzt hier gewonnen, wenn man den zuerst findet. Oh, wow. Das war ja auch. Wow. Was hast du denn? Wow! Jappa!
Hä? Den findest? Der war ein bisschen schwieriger. Wo warst du denn? Der war ein bisschen schwieriger. Hä? Ob du den siehst, das weiß ich jetzt ja nicht. Hä, wo hast du denn gerade hingeguckt? Als wenn du den nicht findest. Wo soll der denn sein? Ah! Wo soll der denn sein? Wo soll der denn sein? Ich sehe den gar nicht. Auf dir mal eine Augenklappe für dein blindes Auge. Wo soll der denn sein? Aha! Du bist längst hier. Ja, du hast immer noch nicht eingefunden, obwohl ich schon lange drüben war. Ja, ich muss gestehen, auch ich habe ihn nicht gesehen hier bisher. Aha. Ich habe nicht gesehen. Also das war, ich habe unter den Häusern auch geguckt. So, also unter doch. Den Häusern hast du also geguckt. Also ja. Doch. Ja. Mhm. So einfach war das Ding anscheinend, ne? Ich habe einen sehr guten Riecher gerade. Oh mein Gott, ich hatte unter dem Stuhl, dachte ich gerade. Es sah ein bisschen so aus, als wäre das gewesen. Ja, unter dem Stuhl wäre auf jeden Fall einfach gewesen, ne? Stell dir mal vor, man hätte den Kopf immer noch nicht gefunden. Ja! Was? Ich hab's als erster geschafft, hinter der Bank. Nein, sag mir, wo der war. Und ich bin der Gewinner. Wo war der? Hinter der Bank. Ich bin der Gewinner. Hinter der Bank? Ich bin der Gewinner. Oh mein Gott, nicht schlecht, du hast gewonnen. Was? Sehr gut. Das soll's gewesen sein, Freunde. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir gerne ein Like und ein Abo da. Checkt unbedingt die beiden Videos aus. Haut rein, bis morgen. Ciao, ciao.